So, bei Tagesanbruch treffen sich Demolierungsfahrer. Das hört sich doch schon mal gut an. Okay. Ja. Schön. Ich hatte eigentlich nur die ersten paar Worte gelesen. Ja, dann geht man's einfach an, wa? Und das Auto kann man gewinnen hier oder wie war das? Keine Ahnung. Bloß mal schauen. Ja, lade 100%. Lade, lade, lade. Wow, okay. Schönes Panorama. Schönes Panorama. Oh. Ach, wir müssen den nutzen. Verstehe. Beschleunigung 8,0, Höchstgeschwindigkeit 8,0. Kurvengeschwindigkeit 3,9. Das ist nicht so geil, ehrlich gesagt. Aber. Und 4,7 Robustheit. Witzig. Und wir müssen drei Runden durchstehen. Dann bin ich mal gespannt, auch wie er sich fährt. Und es ruckelt ein bisschen. Alter. Okay. Verstehe. Ich glaube, wir haben schon einige jetzt mitgenommen. Was für ein verrücktes Rennen hier. War das hier, dass man die Sprungschanze hat? Ja. Sehr gut. Mann, Alter. Ich meine, wir müssen jetzt hier keinen vorderen Platz belegen, ne, mit dem Fahrzeug. Die Philosophie ist, ich würde gerne die obere Rampe nehmen, aber die Philosophie ist ja erstmal, man hat jetzt hier drei Startungen. Autsch, wir müssen halt nur auf Platzierung kommen, ne? Wow. Ist da gerade einer runtergefallen oder ist der regulär gefahren? Ich kann es leider immer nicht nachverfolgen, weil man hat ja zu tun gerade. Wir sind 8, okay. Und was ich gut finde ist Runde 3 von 3. Alter Mann. Ja, kannst du. Dankeschön. Schön, danke. Würdest du, danke. Wir müssen es jetzt nur nach Hause bringen erstmal. Das Ergebnis. Das ist doch nicht regulär, oder? Dass die so darunter fallen. Ich glaube, wir sollten nicht mehr so viele Experimente mit dem Fahrzeug machen. Ja, Alter, würdest du bitte jetzt? Okay, also das Fahrzeug ist tatsächlich in der Stabilität leicht begrenzt. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, wir können einfach mal weitermachen. Weil wir sind ja unter 1. Und wir sind ganz knapp nominiert worden. Aber hallo. Okay. Ich mache mal, glaube ich, einen kurzen Cut hier. Wegen einfach der Länge. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir da rummachen und was weiß ich. Wir sind gleich wieder da. Bis gleich.